Zu einem feinen Käse von Alpoy Bühlen, wo wir euch in den ersten zwei Filmen vor dem grossen Unspunnenfest gezeigt haben, gehört eine musikalische Umrahmung. Die finden wir in Habkeren mitten im Dorf. Dort baut seit 2012 der Heinz Schiemer und seine Frau Marietta Alphörner. Der ursprüngliche Landwirt ist in Habkeren den Traditionen verfallen. In unserem Tal ist halt viel Zeit noch ein bisschen stehen. Und das geht. Dass wir, wenn man hier aufwächst, dann geht das in Fleisch und Blut. Aber die Leute sind hier sehr naturverbunden und noch sehr bescheiden. Das ist das, was vielen halt einfach heute auch ein bisschen fehlt, Bescheidenheit. Aber das Alphorn ist natürlich ein Musikinstrument mit seinen Naturtönen, wo ins Herz geht, wo man nicht mehr vergisst. Wenn ich hier Leute habe von weit her und die hören das Alphorn, dann kommen zum Teil Tränen. Oder? Das ist sehr etwas Emotionales. Und das ist vielleicht das, was uns nachher bewegt, zu sagen, das nehmen wir doch hier auf Habkeren, weil das gehört hierher. Und dann machen wir das auch hier. Die Geburt der Alphörner ist mit dem Unspunnenfest eng verbunden. Also in der Literatur wird das heute als die Wiedergeburtsstunde des Alphorns beschrieben. Und so überrascht es auch wenig, dass es sogar ein Unspunnen-Uralphorn gibt. Das ist jetzt ein Unspunnenhorn. Man sieht, es ist viel kürzer. Es sieht ganz anders aus, wie ein Alphorn, wie wir uns das heute vorstellen. Aber so hat es eigentlich angefangen vor 212 Jahren. So. Und das Alphorn hat sich dann eigentlich auch angefangen zu verbreiten, vor allem durch den Tourismus. Touristen bringen nicht nur Leben, sondern auch Geld in die Berge. Und genau das Geld hat bei den Alphörnern Spuren hinterlassen. Mitte des 18. Jahrhunderts hat man dann angefangen, so Lohnhörner zu machen. Und das ist jetzt so ein Lohnhorn. Mit einem grossen Becher. Und in diesem Becher haben die Touristen früher ihr Münster gehabt. Trotz all der Traditionen, wie das Unspunnenfest, hat auch das Alphorn sich der modernen Zeit angepasst. Das Alphorn hat sich ja die letzten 10, 15 Jahre sehr stark angefangen zu verbreiten. Und das war nicht zuletzt auch wegen dem, weil man halt auch Maschinen können brauchen konnte, die innerhalb von kürzerer Zeit ein gutes Instrument herstellen konnte. Das war vor 20 Jahren oder 25 Jahren noch ganz anders. Das war das reine Handarbeit in diesem Sinn. Und das ist natürlich, hat man für ein Horn zwischen 80 und 120 Stunden. Ganz wichtig für Herren, beim Alphorn ist tatsächlich die Länge wichtig, denn... Weil die Länge macht ja den Ton. Und für einen anständigen Ton vom Alphorn braucht es Übung. Richtig tönen tut es dann in etwa eher so. Die Zeit drängt, das Unspunnenfest steht vor der Tür. Darum verlassen wir für den vierten Teil unserer Filmserie Habkeren und fahren nach Interlaken. Dort gibt es nicht nur super Aussicht zu Eigermönch und Jungfrau, in Interlaken wird die Tradition der Trachten gepflegt. Die Malu Balmer empfiehlt uns ihrem Trachtenatelier.